Kuchen backen 6.1.2017 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube-Video. Zwetschgenkuchen für den Teig Mehl in eine Schüssel geben und in der Mitte eine Mulde formen. Die Hefe hineinbröckeln. Etwas Sojamilch dazu gießen und rühren, bis die Hefe sich aufgelöst hat. Abgedeckt 15 Minuten gehen lassen. Burgzucker, die restliche Sojamilch, Salz und Sonnenblumenöl dazugeben. Alles in 5 bis 10 Minuten zu einem glatten Hefeteig verkneten. Abgedeckt 2 Stunden gehen lassen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen oder einfetten. Den Hefeteig ausrollen und auf das Blech legen. Zwetschgen halbieren und entsteinen. Mit der Schnittfläche nach oben dachziegelartig dicht an dicht auf den Boden setzen. Abgedeckt noch einmal 20 Minuten gehen lassen. Backofen auf 180 Ober-Unterhitze vorheizen. Den restlichen Zucker, Klammer auf 80 Gramm, Klammer zu, mit einer türkischen Lira Zimt vermischen. Zimtzucker über die Zwetschgen streuen. Im Ofen auf mittlerer Schiene 25 bis 30 Minuten backen. Herausnehmen und abkühlen lassen.